Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und willkommen zu einem weiteren Video der Frage. Im heutigen Video thematisiere ich natürlich die baldig erscheinende Serie Herr der Ringe, Ringe der Macht oder Rings of Power, die uns Amazon Prime am 2. September 2022 natürlich verspricht. Ich bin sehr gespannt und heute will ich die für mich relevantesten Ereignisse thematisieren. Wir haben schon einige Informationen. Wir wissen, es spielt im zweiten Zeitalter. Wir wissen ungefähr die Aspekte, die thematisiert werden. Wir wissen zwar hier auch, dass Sauron tatsächlich nicht erscheinen wird, aber es gibt natürlich viele andere Aspekte, die sehr relevant sind und in dieser Zeit passiert sind. Zum Beispiel, wir haben natürlich die Numenora, die gen Mittelerde segeln und der Untergang Numenors. Wir haben auch die dunklen Numenora, die zum Beispiel verfeindet sind mit den Dunedain und den anderen Numenoran, die noch Anhänger von Melkor sind, was auch ein sehr interessanter Aspekt ist auf jeden Fall. Und Melkor ist an dieser Stelle auch auf jeden Fall ein sehr präsenter Name. Es kann nämlich gut sein, dass die Valar ebenfalls thematisiert werden. Wer das noch nicht weiß, ich kann auch mal ein ausführliches Video dazu machen, aber nur grundlegend. Die Valar sind gottesähnliche Wesen und Melkor war einer von ihnen. Irgendwann hat er sich von ihnen abgewandt, so eine im Prinzip Lucifer-Geschichte. Und die anderen mussten natürlich gegen ihn kämpfen und konnten ihn auch einigermaßen bezwingen, sag ich jetzt mal. Sauron war natürlich ein Diener Melkors. Übrigens, der Balrog von Morgoth bezieht sich eben auch auf Melkor, wie die es noch nicht wissen. Ebenfalls sehr interessant ist natürlich der gute Robert Aramayo. Ich hoffe, dass man ihn so ausspricht. Ich muss nämlich dazu sagen, interessanterweise wurde der Cast schon sehr früh bekannt gegeben und bei ihm stand zum Beispiel ein anderer Name da. Und jetzt steht natürlich Elrond da. Heißt, wir wissen, er verkörpert jetzt den jungen Elrond. Bedeutet natürlich, dass uns Amazon Prime so ein bisschen verwirren will und uns bewusst andere Charaktere zeigt und man dann denkt, oh nein, der ist ja gar kein Thema und der kommt ja gar nicht in den Büchern vor und auf einmal rudern sie dann doch zurück. Sehr interessant auf jeden Fall. Ebenfalls bei einem anderen Game of Thrones Schauspieler, wie die es nicht wissen, also er hat den jungen Stark gespielt, Robert Aramayo, der hat ihn in dieser Background-Szene verkörpert, als dieser Kampf gegen Arthur Dayne war, okay, zu viel Game of Thrones. Aber wie gesagt, kommen wir zu einem anderen, nämlich Joseph Merry, und der hat Ben Stark verkörpert und bei ihm steht ein Castname dran und es ist natürlich ein gewisser Oren, der nicht wirklich bekannt ist und über den man eigentlich auch gefühlt gar nichts weiß. Es könnte aber bei ihm viel, viel logischer sein, dass er einen Ostling spielt und nicht irgendeinen Ostling, sondern Camul, den Ostling. Und das ist natürlich auch sehr interessant und spielt ebenfalls in der Zeit und ist natürlich auch sehr präsent. Was viele hier verkennen, ist zum Beispiel, dass die Rohirrim hier noch nicht wirklich präsent sein können, weil Rohan erst viel später gegründet wurde, interessanterweise. Wir haben ja das Bild gesehen, wo ein Schwert gehalten wurde mit einem Pferdekopf. Das bezieht sich natürlich eigentlich auf die Rohirrim, aber das war leider erst etwas später, deswegen ist das natürlich schwierig zu interpretieren. Wir wissen aber auch, also viele wissen auch, dass sich natürlich die Rohirrim gespalten haben und ehemals natürlich Teil des ganzen Reichs waren und sie erst später dann sozusagen ihr eigenes Reich bekommen haben und sich dann auch distanziert haben von dem gesamten Adelsgeschlecht. Dennoch ist das hier zu früh, um das hier so präsent zu thematisieren. Deswegen halte ich das eigentlich eher für einen Zufall. Aber gut, wir wissen es noch nicht, es könnte natürlich auch einiges bedeuten. Dann natürlich die Zauberer, die Istari. Naja, es ist schwierig, im Prinzip wurden sie erst im dritten Zeitalter gen Mittelerde entsandt. Deswegen kann man hier nicht wirklich interpretieren, dass die beiden blauen Zauberer, die auf den Bildern vielleicht eben die blauen Zauberer sind, ebenfalls hier vorkommen und diese Gestalt angenommen haben. Es ist aber natürlich möglich. Wir haben ja zum Beispiel bei Gandalf gesehen, der wurde ja gen Mittelerde entsandt, ist dann sozusagen gestorben, in Anführungsstrichen, und er wurde wieder zurückgeschickt, weil seine Aufgabe noch nicht erfüllt war. Mit natürlich mehr Macht und im Prinzip sollte er Sarumans Position als der weiße Zauberer annehmen. Und weil wir so wenig über die blauen Zauberer wissen, könnte es gut möglich sein, dass sie damals schon entsandt wurden und damals schon Mittelerde präsent waren. Wer weiß, vielleicht sind sie gestorben, vielleicht sind sie seitdem schon dort und es wurde nur anders überliefert sozusagen und man wusste es einfach nicht mehr genau, weil Gandalf sagt ja auch, er erinnert sich nicht mal mehr an ihren Namen, so lange ist es schon her. Und das ist natürlich ein sehr stranger Fakt. Das heißt, man hat sehr viel Potenzial, was man hier mit denen machen kann. Und wenn die Ostlinge entsprechend thematisiert werden, glaube ich wirklich, dass mindestens ein blauer Zauberer mit von der Partie sein wird und die Ostlinge sozusagen dann unterstützt. Weil es ist natürlich sehr naheliegend, dass die blauen Zauberer in Gebieten waren, die nicht in der regulären Herr-der-Ringe-Saga thematisiert wurden. Dann haben wir natürlich noch das wichtigste Ereignis der eigentlichen Serie, nämlich das Schmieden der Ringe. Und dieser Prozess wurde leicht falsch erklärt in den Filmen, beziehungsweise man hat ihn vielleicht auch bewusst so dargestellt, um halt bestimmte Aspekte nicht so kompliziert zu gestalten, um auch nicht zu viel zu erklären.
Gut, kann ich nachvollziehen, dennoch muss man das hier auf jeden Fall bedenken und es wird wahrscheinlich jetzt sehr richtig gestellt werden, nämlich 16 Ringe wurden ursprünglich von Celebrimbor geschmiedet und diese wurden alle von Sauron korrumpiert. Und diese Ringe wurden dann, wie man ja weiß, an Menschen und Zwerge weitergegeben. Die Zwerge sind natürlich der Gier verfallen und die Menschen sind der Macht verfallen. Die drei Ringe, die aber den Elben dann gegeben wurden, die wurden von Sauron nicht korrumpiert. Sauron hat zwar das Werkzeug für Celebrimbor gestellt und hat auch im Prinzip gezeigt, wie man die Ringe schmiedet, dennoch, diese drei Ringe sind eigenständig entstanden. Deswegen gelten sie als so eine Art Gegenfraktion gegen die anderen Ringe, die natürlich ihre Träger korrumpiert haben. Aber gut, wie dem auch sei, ich werde auf jeden Fall noch weitere Videos zu der Herr der Ringe-Serie machen. Ihr könnt eigentlich im Prinzip alles in die Kommentare schreiben. Ich kann alles raushauen aus den Silmarillen, aus sämtlichen von Tolkiens Werken und kann euch hier alles gerne in Videoform präsentieren, wenn ihr das so möchtet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert die Frage, dem sich mehr hinzuzufügen. Das nächste Video erscheint, wenn die Ringe der Macht geschmiedet werden. Thank you.